Tja Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, ihr seht im Hintergrund, ich suche einen Rank. Denn Freunde, heute gibt es mal wieder ein Solo-Queue nach mega langer Zeit. Ich glaube schon wieder 2 Wochen oder 3 Wochen her, dass es mal zuletzt ein Solo-Queue gab. Heute ist es auf jeden Fall wieder soweit. Wenn euch das ganze Solo-Queue gefallen sollte, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich mega, mega freuen. Und schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr so Teams-Varianten besser findet oder mal Solo-Queue auch mal geil findet. Wie gesagt, schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Was mich ultra, ultra freuen würde, wäre, falls du vielleicht heute um 16 Uhr beim Stream mit dabei bist. Wie gesagt, ich streame jeden Tag live um 16 Uhr auf Twitch. Link zu Twitch ist unten in der Videobeschreibung. Heute 16 Uhr fange ich wieder an. Wir gehen direkt in die erste Runde rein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt, was das für eine Map wird. Wir sehen uns in der ersten Runde wieder. Let's go. So, Freunde, wir spielen auf Festung, Bro. Was ist denn jetzt los, Alter? Festung, oh mein Gott. Gar keinen Bock auf die Map, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich will heute mal was ausprobieren. Und zwar probieren wir heute mal Sophia mit LMG aus. Soll anscheinend ultra broken sein, weil das gar keinen Recoil hat. Wir testen es direkt mal aus, Freunde. Gesagt, getan. Broken LMG wird ausgepackt. Und wir sind in der ersten Runde. Hier spawnpeakt einer. Weißt du nur noch nicht ganz von wo. Also hier wurde halt angeschlagen. Deswegen, der wartet wahrscheinlich erstmal, bis hier einer in die Nähe kommt. Oder er piekt doch nicht. Beste Leben. Was mir immer passiert, genau wenn ich weggucke, genau dann piekt der. Das ist mir schon so oft passiert. Auch immer in den Videos. Jetzt gerade, bis jetzt noch nicht. Auf jeden Fall. Killer. So, dann gucken wir mal kurz. Hier ist keiner. Aha, da. Aha, da haben wir auch schon den Smoke. Den Smoke Arena. Könnten wir sogar pushen, aber ich glaube, das hat schon zu lange getaked von Time. Broken LMG, Digga. Reloaden bei 118 Schuss. Man kennt ihn, Freunde. Keine Ahnung, ich habe irgendwie so einen Reload-Fetisch. Ich muss immer reloaden. Dass ich ja gewöhnt bin, immer nur Magazine zu zocken mit 20 Schuss von Nomad und Tibana. Wisst ihr, Freunde? Ich bin das gar nicht gewohnt, so viel Schuss zu haben, deswegen. Oh nein. Jungs. Da ist noch einer im Hallway. Ist aber nicht genau wo. Er ist links. Links ist er, glaube ich, im Hallway. Ich helfe ihm mal, ich helfe ihm mal. Er ist noch. Wo ist denn der letzte? Last one was offside. Okay, er kommt inside. Oh, Jungs, broken. Fucking broken LMG, Alter. Fucking broken LMG. Let's fucking go, Alter. Nice erste Round auf jeden Fall mit dem 3K hier. Beginnen würde ich sagen nochmal vom gleichen Spot rein, weil das gerade relativ gut sogar geklappt hat. Mir ist gerade auch aufgefallen, dass das ein 1 gegen 3 sogar war und ich ein 1 gegen 3 geholt habe. Und ich musste nicht einmal reloaden in der ganzen Zeit. Also sonst hätte ich die beiden nicht geholt, links und rechts. Den Maestro und den Mute. Den hätte ich wahrscheinlich dann nicht gleichzeitig geholt, sozusagen. Also es hat mir gerade das LMG wirklich den Arsch gerettet. Muss man so sagen. Ja. Guck mal eben, ob die hier sind. Ah, Legion ist hier close, okay. Legion on ping, close left side. Nice shot, bro. Gehen wir mal direkt nach links. Nicht, ob hier noch einer ist. Nein. Scheiße, Bro. Nulli cool wieder. Einer downstairs. Glaube ich. Hier ist aber noch irgendwo. Lass von Toilet, maybe. I don't know. Bathroom. Digga, wo ist der? Hey, ist Bedroom. Bathroom. Nein. Digga, ich bin so schlecht gerade. Noch einer von hinten, Mann. Das war so schlecht von mir, Mann. One hallway, one left side. That's right. Sorry, my fault. Digga, das war so schlecht von mir, Freunde. Tut mir leid. Ich weiß, Freunde, ich habe bis jetzt noch nicht meine Sophia-Fähigkeit benutzt. Also allgemein mein Dingswerfer hier, wie heißt denn das Ding? KS-Dings habe ich bis jetzt noch nicht benutzt, das weiß ich. Ich mache aber jetzt hier mal den Hatch auf. Und ich würde gerne, wenn es geht, vom Hatch hier auch droppen.
Wenn man hier auch reinkommt. Ah, ich denke, hier ist alles free. Ah, hier war kurz ein Geräusch. Also hier ist wahrscheinlich einer. Ja, yeah, you can drop. It's free. Müssen wir Musik ausmachen, nervt unnormal. So. Ne, da ist keiner. Hier ist aber einer close, glaube ich. Digga, wie ist der da nicht gestorben? Ohne Witz, Mann. Einer ist, glaube ich, close rechts. Ich weiß es nicht ganz. Vision down. Vision dead. Oh, der war da doch. Smoke close left side. Hier ist 1 HP. 1 HP. Ich hab ihn sogar getroffen. Aber halt nur 99 HP gezogen. Aber wie kann die Shotgun so viel Damage machen? Kill juckt nicht, Bro. Kill juckt nicht. You can reload, Bro. You can reload. He's injured. Digga. Was kann er machen? You have a drone. Er pusht. Was macht der Kite? Ich glaube, der ist im Hallway jetzt close, ja? He's right side. Good fucking job, bro. Nice, man. Let's go, Alter. So, nächste Runde, Freunde. Was mich noch gerade ein bisschen geärgert hat. Und das ärgert mich schon seit ziemlich langer Zeit. Da könnte ich richtig ausrasten. Und zwar, erstmal mal mein Telefon aus, was mich richtig aufregt, diese Sounds. Die haben irgendwas mit den Sounds gemacht. Ich weiß nicht was und warum die das gemacht haben, aber die Sounds sind jetzt richtig, richtig kacke. Weil den Kite habe ich close rechts gehört, also hätte ich persönlich auf die Tür geguckt, aber er war links, also vor ihm. Und man hat sie ihm close rechts gehört. Das hat mich richtig, richtig verwirrt. Also wäre ich in seiner Position gewesen, hätte ich die Runde wahrscheinlich nicht mehr geholt. Hätte wahrscheinlich nach, wie gesagt, close rechts, rechts geguckt, ja. Und nicht nach links. Ash dead? Digga. Ich hab mich noch nie so krass erschrocken, glaube ich, in Rainbow. Also, bye, come back if you can, I hear you. Ich kann sie nicht healen. I wanna heal you, bro. One more on B entrance, on ping. IQ's on horse, IQ's on horse. Ja, einer links. One friendly operator remaining. Warum pusht er den? Bro. Der droht. Ich weiß nicht, ob der mich mit der Drohne sieht, Digga. Ja, die haben halt noch eine Minute und lassen sich todesviel Zeit. Oh, ich hatte keine Moon mehr. Bro, warum pusht der da? Runde Nummer 5, Freunde, 2-2 gerade. Vielleicht, also ich hoffe, dass wir das Ganze noch drehen können. Das Ding ist, die rushen halt echt ziemlich oft, also... Keine Ahnung, ob die jetzt nochmal rushen werden. Kann ja mal versuchen, hier einen Engel zu halten, aber... Ich glaube, das ist dumm von hier. Ja, das ist dumm. Kann ich da von so vielen Seiten angegriffen werden? Das ist echt, nicht gut, Freunde. Ich halte mal hier einfach main das Window. Ja. So. Okay. Dann bleiben wir jetzt einfach erstmal hier. Vielleicht wird da auch einer kommen, genau. Da seht ihr es ja schön, da kommt einer. Aber ich sehe ihn halt nicht von hier. Ich möchte ihn halt gerne sehen. Okay, Drohne ist drin. Ja. Ja, Windows offen. Das wäre es jetzt, wenn er mir jetzt hier einen One-Tip gibt, Digga, durch so einen Pixel. Der ist ja schon close im Hallway. There's an
On cannon. One cannon. Bond is bottom courtyard. Watch out. Watch out. Jungs. Was macht ihr, Alter? Sterben die alle, Mann. Schlechte Position, Alter. Viele Angriffsflächen gleichzeitig. IQ is going north tower. North door. One friendly remaining. Die nutzen es halt jetzt vollkommen aus, dass sie halt in der Überzahl sind. Ich hätte mich nirgendwo hinstellen können, glaube ich. Nirgendwo. Inside, one bathroom. Nice shot. Nice try. Freunde, ich werde jetzt ein bisschen aggressiver spielen. Weil es 2-3 steht. Und wir jetzt gerade theoretisch sowieso aufs Ganze gehen müssen. Um halt das Ganze hier noch fortzuführen. Ansonsten sind wir halt leider raus für heute. Für die Runde. Deswegen werde ich jetzt ein bisschen mehr riskieren. Einfach aggressiver spielen. Das mache ich auch immer, wenn es 1-3 steht für die Gegner. Oder 0-3 für die Gegner. Dann spiele ich immer aggressiv. Also viel aggressiver, ein bisschen anders. Gerade weil wir ja dann nichts mehr so viel zu verlieren haben, wisst ihr, Freunde? Kann natürlich auch sein, dass das halt jetzt total in die Hose geht. Wie gesagt. Weiß nicht, ob die damit rechnen, ob wir jetzt gleich einen Vigil. Ja, die wussten es. Die wissen alles, Digga. Gefühlt schon wissen die alles. Ah, nice. Er tötet erstmal seinen Mate. Gar nicht gut. So, 1-4. Digga. Er hat mich eine Sekunde gesehen. Das schauen wir uns doch mal an. Ganz kurz. Boah, das möchte ich jetzt gerne nochmal sehen. Oh, nice shot. Aber war der wirklich so doll auf Kopf drauf, Freunde? Ich weiß es nicht ganz. Keine Ahnung. Ach, Mann. Schade, aber Solo-Q ist echt hart, Mann. Solo-Q ist immer 50-50 Chance, weil das waren wahrscheinlich, war wahrscheinlich, ja, es war ein Team wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen. Zwei Premates auf jeden Fall, wahrscheinlich haben die sich noch ein, zwei mit dazu geholt, egal. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat das Video heute gefallen, wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Video, schaut gerne beim Stream vorbei, Link dazu in der Videobeschreibung. Bis morgen und Peace!